Leute, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch das Buch Julians Bruder von Klaus Cordon vorstellen. Und zwar ist das vom Gulliver Verlag. Also, Klaus Cordon wurde 1943 in Berlin geboren und studierte Volkswissenschaft. Für seine Arbeit musste er oft reisen, und unter anderem nach Afrika und Asien und so. Und heute lebt er in Berlin und als Schriftsteller. Seine Bücher wurden in vielen Sprachen übersetzt und bekamen auch viele Preise, unter anderem den Alex-Wedding-Preis, den er für alle seine Werke bekommen hat. In diesem Buch geht es um zwei Freunde, und zwar Julian und Paul. Paul ist ein deutscher Junge und lebt ganz gut, und Julian ist auch ein deutscher Junge, bloß ist er jüdisch. Und sie erleben beide die Nazi- und Kriegszeit, und Julian wird dann erst von der Schule weggeschickt und wird dann immer mehr zur Hassfigur, und obwohl er ziemlich beliebt war vorher. Und während des Krieges werden seine Eltern verschleppt, und Pauls Eltern werden dann Julian aufnehmen. Aber und wenn dann die Nazizeit und so zu Ende ist und der Krieg vorbei ist, ist es dann immer noch nicht leicht, weil die Russen denken, sie wären Nazis. Also erleben sie beide zusammen eine sehr schlechte Phase der Menschheit, und das wird in diesem Buch beschrieben. Ich werde euch einen kurzen Ausschnitt vorlesen, und zwar ist das ganz am Anfang vom Buch. Und da ist es der Anfang von der Aktion. Das ist der Moment, wo Julian merkt, dass da ein Problem ist irgendwo. Und ja, ich lese es euch vor. Wie er an jedem ersten Tag, als unser neuer Klassenlehrer mit dem Klassenbuch in der Hand durch die Bank reinschritt. Ein stolzer Riese vor jämmerlichen Zwergen. Wie er dabei einen Namen nach dem anderen aufrief. Er wolle sich unsere Gesichter einprägen, erklärte er uns. Wir sollten ihn dann später prüfen. Wenn er nämlich einmal zu einem Namen ein Gesicht gesehen habe, vergesse er nie wieder, welcher Name zu welchem Gesicht gehöre. Das imponierte mir noch. Aber dann rief er Julian auf und stutzte. Sternberg? Ist das nicht jüdisch? Zu jener Zeit war es schon 2 Jahre her, seit die Juden von allen staatlichen Schulen verwiesen worden waren. Jul und ich hatten das nur am Rande mitbekommen und auf diese Weise auch erfahren, dass Juden wohl doch keine unerwünschten Hunde waren, sondern Menschen, die von den meisten anderen nicht gemocht wurden. Tiefer berührt aber hatte uns das nicht. Wir waren ja keine Juden. Und so sagte Jule dann auch voller Überzeugung zu Breitenstädter, dass er nicht jüdisch, sondern evangelisch sei. So stehe es ja auch im Klassenbuch. Ja, ja, das steht hier. Breitenstädter runzelte seine hohe, klare Stirn. Aber Sternberg, das klingt doch sehr jüdisch. Alle in der Klasse hielt den Atem an. Jule, einer von diesen Juden, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte? Wenn das stimmte, war das ja jetzt wie im Kriminalfilm. Der Schurke, der sich so lange versteckt gehalten hatte, wurde enttarnt. Komm mal nach vorne, Breitenstädter schob Julian vors Fenster und musterte ihn von allen Seiten. Dann lächelte er plötzlich stolz und sagte, ich würde jede Wette eingehen, dass du ein Judenbald bist. Jule musste sich die Tränen verkneifen. Aber das stimmt nicht, rief er empört aus. Das müsste ich ja wissen. Breitenstädter lächelte noch fröhlicher. Vielleicht haben dir deine Eltern ja nicht die Wahrheit gesagt. Ein Jude zu sein ist ja nichts, worauf man stolz sein kann, nicht wahr? Aber ich bin evangelisch. Jetzt konnte Jule die Tränen nicht mehr zurückhalten. Mit einer trotzigen Handbewegung wischte er sie fort. Breitenstädter nahm das Klassenbuch und hob damit Julians Kinn ein wenig an, so als wollte er ihn auf gar keinen Fall berühren. Ob getauft oder nicht, Jude bleibt Jude. Das mit euch Judenchristen ist doch nur Tarnung. Oder ist der Wolf etwa kein Wolf mehr, wenn er einen Schafspelz überzieht? Na, mach dir mal keine Sorgen, ich werde Erkundigungen einholen und dann werden wir schon sehen, zu welcher Mischpoche du gehörst. Mischpoche ist ein jüdisches Wort. Es steht etwas abfällig für Verwandtschaft, auch mit im weitläufigen Sinn. Julian durfte sich jetzt wieder setzen und starrte mit bleichem Gesicht auf seine Hände. Ich hätte gern etwas Tröstendes zu ihm gesagt, doch mir fiel nichts ein. Der neue Lehrer aber hatte bereits bei mir verspielt. Was bildete der sich denn ein? Wie konnte er es wagen, ausgerechnet Julian zum Juden zu machen? Jule war doch immer der gewesen, den alle mochten. Juden wurden nicht gemocht. Wie sollte das zusammenpassen? Breitenstädter machte dann weiter mit seinem Gesicht einstudieren.
Julian jedoch nahm nichts mehr wahr, starrte nur unglaublich vor sich hin. Irgendwann stieß ich ihn an. Jule, ärger dich doch nicht, der ist doch nur blöd. Und als er nichts erwiderte, fügte ich auch hinzu, was Vater manchmal über die Nazis sagt. Dem sitzt die braune Kacke im Kopf. Mein Glück, dass Breitenstädter das nicht gehört hatte. Ich wusste ja gar nicht, was ich da gesagt hatte. Also ich habe dieses Buch sehr, sehr gerne gelesen. Und zwar, weil es die Geschichte wirklich sehr gut erklärt von dem, und auch ein großes Zeitpanorama liefert. Es geht von 1938 bis 1947. Und in diesem Buch wird halt die Geschichte so erklärt, dass es sehr spannend ist ohne, und dass man halt das Leben von den Leuten direkt sieht, ohne, also nicht so weitläufig wie im Geschichtsunterricht oder so, sondern wirklich, man ist in der Aktion drin und man merkt das durch das ganze Buch halt durch. Und das liest man halt auch ganz leicht, weil das halt voll spannend ist und ich würde das für alle Leute empfehlen. Wenn sie gerne lesen, nämlich das ist schon einigermaßen dick, aber ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen und dann tschüss, bis nächstes Mal.